Hi, ich bin Marc, ich bin hier in Rom und drehe das Video zu meiner neuen Single River. In a caramel boat you will sleep tonight. Und wir waren natürlich für euch dabei und schauten Marc und der Filmcrew bei ihrer Arbeit am Set über die Schultern. Das Video ist sehr surrealistisch, sind sehr schöne Bilder, sehr große Bilder. Der Markus Sternberg führt Regie und er ist sehr bekannt für solche Geschichten. Marks neuer Song handelt von einem Komponisten, der von seiner Freundin verlassen wurde, weil er der Musik mehr Zeit als seiner Beziehung widmete. Dieselbe Thematik wie bei River erlebte Mark bereits am eigenen Leib. Denn aus dem gleichen Motiv ist auch bei ihm schon eine Beziehung in die Brüche gegangen. Ich wurde damals also sehr autobiografisch von einer Frau verlassen, genau aus dem Grund, dass ich mehr Zeit mit meiner Musik verbringe wie mit ihr. Und ich versuchte ihr dann auch klarzumachen, dass ich nicht dasselbe bin, wenn ich weniger Zeit mit meiner Musik verbringe, weil ich dann innerlich nicht synchron laufe. Viel Zeit mit Musik verbringt Marc wirklich, denn im Juni ist bereits sein drittes Album Freedom Land erschienen. River ist in diesem Jahr auch schon seine dritte Single nach Electronic Lady und natürlich Marcs Erfolgshit One to Make Her Happy. Inzwischen hat der österreichische Künstler auch wahre Lust an Videodreharbeiten entwickelt. Mir macht es mittlerweile sehr viel Spaß, seit One to Make Her Happy. Ich habe davor schon ein Video gemacht, das war sehr anstrengend, aber es kommt immer darauf an, mit was für Leuten du zusammenarbeitest. Und hier in Rom, mitten im Herbst, die vollsommerliche Stimmung, ist schon geil. In dem Video zu River spielt ein italienisches Model die Ex-Freundin von Marc. Um die theatralische Stimmung des Liedes umzusetzen, wurde beim Videodreh mit besonders abstrakten Szenen und Bildern gearbeitet. Das ist der Brunnen, durch den danach das Model für dieses Video laufen muss. Ich hoffe, das wird sehr lustig. Kalt ist das Wasser, habe ich mir sagen lassen. Begeistert war das Model offensichtlich nicht. Kaum war die Szene im Kasten, wurde auch schon die Location gewechselt. Jetzt sind wir beim Kongress. Palast heißt das, glaube ich, hier. Alles in Marmor, das ist, glaube ich, irgendwann mal ein Theater gewesen, habe ich mir gestern sagen lassen. Und da werden wir nachher auch noch so Performance-Shows machen. Wenn ihr an dem Song River Begeisterung gefunden habt, die Single wird am 18. Dezember veröffentlicht. Außerdem wird Marc Ende des Jahres auf Tour gehen, also haltet Ausschau.